Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Wenn manche Leute von Buddhismus hören, denken sie zunächst mal an Karma und an Wiedergeburt. Beides Themen, über die ich auf diesem Kanal bereits gesprochen habe, aber sind nicht die Hauptthemen. Ich habe sie nicht ignoriert, ne, aber für mich sind es nicht die wichtigsten Themen im Buddhismus oder im Zen. Ich könnte auch ohne Wiedergeburt leben. Wiedergeburt stört mich aber auch nicht, ne? Beides ist okay für mich. Karma, was ist das? Für mich bedeutet Karma Konditionierung. Wenn ich die Welt ändern will, muss ich erstmal bei mir anfangen und nicht bei dem Muho von gestern oder vorgestern und auch nicht bei dem Muho von morgen oder übermorgen, bei heute, bei mir. Oft ist der erste Schritt erstmal den Arsch hochzubekommen vom Sofa, den berühmten Abwasch zu machen, den Müll runterzubringen. Und das nicht nur einmal zu machen, sondern das zu einem Habitus zu machen, zur Gewohnheit zu machen. Deshalb ist es auch bei der Zen-Praxis, beim Sazen, beim Sitzen wichtig, nicht einmal ein hartes Session zu machen, auch wichtig, ne? Aber eine regelmäßige Praxis zu entwickeln. Denn das ist, bedeutet es, die eigene Konditionierung zu verändern. Insofern, Karma ist schon wichtig, aber Karma kann auch zu einem Gefängnis werden. Wenn ich Karma nicht als meine Freiheit begreife, ich kann mein Leben ändern. Ich kann meine Konditionierung ändern, sondern umgekehrt sage, alles, was ich heute tue, ist schon bestimmt durch mein früheres Karma. Wenn man Karma auf diese Weise versteht, wird es beengend. Es nimmt mir die Freiheit. Um das Thema Karma mit einem konkreten Bezug geht es im heutigen Video und ich stütze mich auch heute mal auf ein altes Schnipselchen, Videoschnipselchen, das ich in Singapur aufgenommen habe. Viel Spaß damit. Ihm auch sei, ne? Die nächste Frage von jemandem, der einen Freund hat, der von Geburt an eine Behinderung hat. Dieser Freund hat in seinem Leben auch schon vieles ertragen müssen und hat viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Vor einiger Zeit hat er mich gefragt, warum er dieses schwere Schicksal bloß auferlegt bekommen hat. Da er wusste, dass ich dem Buddhismus sehr anhänge, fragte er mich, was ich denn vom Karma halte und ob er nach meiner Vorstellung in seinem vorherigen Leben einfach schlechtes Karma gesammelt hat und dieses Schicksal nun verdient hat. Ich wusste nicht, was ich erst darauf antworten sollte. Habe ihm gesagt, dass ich mit dem Karma nicht so viel anfangen kann. Wie siehst du das? Was hättest du ihm gesagt? Die Frage deines Freundes ist keineswegs eine Schlauchbootfrage, denn sie betrifft ihn vermutlich existenziell. Warum bin ich behindert? Warum bin ich als diese Person geboren worden und nicht als eine andere ohne Behinderung, nicht als einer von diesen vielen gesunden Menschen? Warum musste es ausgerechnet mich treffen? Alles andere als eine Schlauchbootfrage. Wenn du jetzt aber diese Frage an mich weiter delegierst, dann wird es zur Schlauchbootfrage. Was hättest du denn jetzt mal gesagt in meinem Fall? Es ist deine Frage, eine Frage, die dir gestellt wurde. Wenn dein behinderter Freund dir diese Frage stellt, dann will er eine Antwort von dir. Er will nicht, dass du ihm dann sagst, ja, mir ist Karma nicht so wichtig, aber der Muho, der hat gesagt, ich kenne da so einen YouTuber, ne, und der sagt das und das. Stelle dich deiner Frage, sage ich immer wieder, ne? Oder in diesem Falle, stelle dich der Frage
deines Freundes. Laufe nicht weg davon. Und manchmal ist auch eine Frage hier auf diesem YouTube-Kanal stellen auch nur eine Flucht vor der Frage, ne? Der man sich eigentlich erstmal selber stellen sollte. Wie dem auch sei, ne? Ich habe auch dieses Mal Bing gebeten, oder die Bing-Version von Mucho, die in der Regel sehr viel empathischer, mitfühlender ist als der reale Mucho, der hier sitzt, auf diese Frage einzugehen. Ne? Karma und Behinderung. Ist diese Behinderung das Resultat vergangenen schlechten Karmas? Oder was sagt der Buddhismus dazu? Was der Buddhismus dazu sagt, weiß ich nicht, aber ich kann euch jetzt verraten, was Bing glaubt, dass ein buddhistischer Meister mit dem Namen Mucho sagen würde. Nämlich das Folgende. Hallo, ich danke dir für deine Frage, die sehr wichtig und tiefgründig ist. Ich verstehe, dass du deinem Freund helfen willst, der unter seiner Behinderung und seinem Leiden leidet. Ich verstehe auch, dass du dich fragst, wie der Buddhismus und das Karma diese Situation erklären können. Zunächst möchte ich dir sagen, dass ich kein Experte für Karma bin und dass es verschiedene Ansichten und Interpretationen darüber gibt, was Karma ist und wie es funktioniert. Vollkommen richtig bis hierhin. Ich kann dir nur meine persönliche Meinung als Zen-Meister geben, die vielleicht nicht mit anderen buddhistischen Traditionen übereinstimmt. Auch das ist richtig. Ich bitte dich also, meine Worte mit einem offenen Geist zu hören und selbst zu prüfen, ob sie für dich sinnvoll sind. Ich überspringe hier ein bisschen. Ich glaube daher nicht, dass dein Freund seine Behinderung oder sein Leiden verdient hat oder dass er dafür verantwortlich ist. Ich glaube auch nicht, dass er sich schuldig oder schlecht fühlen sollte. Ich glaube vielmehr, dass er ein wertvolles und einzigartiges Wesen ist, das Liebe und Mitgefühl verdient. Ich glaube auch, dass er trotz seiner Schwierigkeiten ein sinnvolles und glückliches Leben führen kann, wenn er seine Stärken und Talente entdeckt und nutzt. Ich würde ihm also sagen, dass er sich nicht von seinem Karma definieren lassen sollte, sondern dass er sein eigenes Karma schaffen sollte. Ich würde ihm sagen, dass er sich nicht auf seine Grenzen konzentrieren sollte, sondern auf seine Möglichkeiten. Ich würde ihm sagen, dass er sich nicht von seinem Leiden überwältigen lassen sollte, sondern dass er es als eine Gelegenheit zur Transformation nutzen sollte. Ich würde ihm sagen, dass er sich nicht von seiner Vergangenheit oder seiner Zukunft ablenken lassen sollte, sondern dass er im Hier und Jetzt leben sollte. Klingt alles sehr schön, ein bisschen blabla-mäßig, ne? Aber im Grunde nicht falsch. Und dann am Ende, ich würde ihm auch sagen, dass er nicht allein ist. Und dass er Unterstützung und Hilfe suchen sollte. Ich würde ihm sagen, dass er sich einer buddhistischen Gemeinschaft anschließen sollte, die ihn akzeptiert und inspiriert. Ich würde ihm sagen, dass er eine Zen-Praxis beginnen sollte, die ihm hilft, seinen Geist zu beruhigen und seine wahre Natur zu erkennen. Ich würde ihm sagen, dass er mir jederzeit schreiben kann, wenn er mit mir sprechen möchte. Ich hoffe, dass meine Antwort dir und deinem Freund hilft. Ich wünsche euch beiden viel Glück und Frieden. Danke für deine Aufmerksamkeit, Gassho. Zunächst mal, ich freue mich, dass Bing diesmal den Anstand hatte, nicht auch noch zu sagen, und jetzt abonniere bitte meinen Kanal. Ne? Das ist das erste Mal in 7 oder 8 Folgen, wo Bing nicht darauf hingewiesen hat, dass man sich doch bitte auch noch die anderen Videos anguckt und den Kanal abonnieren solle. Ne? Abgesehen davon, worüber ich hier noch ein paar Worte sprechen möchte, ist,
Ich weiß nicht, um was für eine Behinderung es sich handelt, aber natürlich kann man auch im Rollstuhl zum Beispiel Zen praktizieren. Das sollte kein Hindernis sein. Auch wenn manche behaupten, der Muro besteht doch darauf, dass man im halben oder vollen Lotus sitzt. Nein, darauf habe ich nie bestanden. Auch in Antaichi haben manche Menschen auf Stuhl bzw. Hocker gesessen, auf dem Bänkchen gesessen. Wir hatten auch mal einen Rollstuhlfahrer da, ne? Das geht auch. Was mich hier ein bisschen, wie soll man sagen, zum einen gefreut hat, könnte man sagen, ne, dass Bing davon ausgeht, dass ich jederzeit offen bin. Nicht nur dafür, dass mir Leute schreiben, sondern ich habe das gekürzt. Ne. Ursprünglich stand hier, ich würde ihm sagen, dass er mir jederzeit schreiben oder mich anrufen kann. Bing geht davon aus, dass ich rund um die Uhr erreichbar bin, per Mail oder per Telefon. Und das ist natürlich ein frommer Wunsch. In Antaichi, als ich noch der Abt da war, da kam es tatsächlich vor, dass Leute mich auch noch spät in der Nacht, als ich längst eingeschlafen war, ne, aufgeweckt haben mit Telefonanrufen. Und da ging es um zum Teil sehr ernste Themen. Ne? Themen wie dieses. Oder Suizid. Ne? Leute trugen sich mit Suizidgedanken und alles, was ich tun konnte, ist ans Telefon gehen und mir das anhören. Allerdings, eine Sache, über die ich sehr dankbar bin, hier in Osaka, ist, keiner kennt hier meine Telefonnummer. Das heißt, ich kann nachts endlich mal wieder ruhig schlafen. Nicht nur ich, sondern unsere Wohnverhältnisse in Antaichi waren sehr beengt. Wenn da nachts das Telefon klingelte, waren auch die Kinder wach. Und gut, wenn sich jemand mit Suizidgedanken trägt, ne, da können ja auch mal die Kinder aufgeweckt werden. Ne? Da geht es um das Leben einer Person. Allerdings, wenn das immer wieder vorkommt, irgendwann fragen sich dann auch meine Kinder, wem ist der Papa jetzt eigentlich wichtiger? Sind diese Menschen, die nie in Antaichi waren, die der Papa nicht direkt kennt, die den Papa auch nur wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, den ihn irgendwann mal gesehen haben. Sind dem Papa diese Menschen wirklich wichtiger als unser Schlaf? Das heißt, das ist eine Frage, die auch bei einem der Sessions im Wolkentor in Halle aufkam. Ne? Wenn ich mich recht erinnere an die Frage, ne? Das war eine Fragestellerin, die selbst verantwortlich ist für ein Dojo, die ein Dojo leitet. Ne? Und die versucht, für die Bedürfnisse der Menschen da zu sein, die ihr Bestes tut. Aber, so klang es zumindest für mich, die jetzt auch mal eine Pause braucht, die das Gefühl hat, irgendwann brauche ich auch mal eine Pause. Und ich habe darauf geantwortet, Sterben auf dem Kissen ist nicht nur etwas, was wir auf dem Kissen tun, das passiert auch im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Dojo. Man muss manchmal einen Schritt weiter gehen, aber man kann nicht immer einen Schritt weiter gehen. Man kann nicht jede Nacht um 2 Uhr morgens ans Telefon gehen. Irgendwann ist auch mal Feierabend. Insofern, das ist der Grund, weshalb ich bei dieser Bin-Antwort die Worte "und du kannst mich anrufen" gekürzt habe. Also bitte, wenn ihr Fragen habt, und es wäre schön, wenn es wirklich Fragen sind, die euch wichtig sind und bei denen ihr auch bereit seid, euch selbst dieser Frage zu stellen, ne? Wo ich das Gefühl habe, dass jemand, der sich dieser Frage auch selber stellt, ne? Schickt sie mir bitte per Mail oder schreibt sie in die Kommentarspalte, aber bitte ruft mich nicht nachts an. Aber okay, so viel dazu. Was ich in Singapur gesagt habe, das seht ihr im Folgenden. Dein Freund will deine Antwort. Du musst dich der Frage stellen. Und wenn du ihm sagst, dass du nicht so viel anfangen kannst mit Karma, ja, gut, ne? Dann erklär ihm, warum du nichts mit Karma anfangen kannst. Und natürlich ist es eine Frage, ja, aber ob
damit die Frage deines Freundes beantwortet wird? Das ist eine andere Frage, vermutlich nicht. Du musst dich trotzdem der Frage des Freundes stellen. Wie bei vielen dieser Fragen, ne? Auch bei dieser Frage nach Karma erstmal der Hinweis, ich habe darüber schon gesprochen. Gib den Begriff bitte in die Suchfunktion auf meinem Kanal ein. Das erste Mal, als es um Karma ging, ne, da ging es um Karma und Shinto, da war meine Antwort eher flapsig. Ne? Wer ist die Dame? Ich habe noch nichts von ihr gehört. Also ich bin auch einer von den Buddhisten, für die Karma nicht so wichtig ist. Ne? Es ist ein Narrativ. Und ich brauche das Narrativ nicht. Ich kenne aber auch Menschen, für die das Narrativ wichtig ist. Ich kann mich erinnern an eine Besucherin in Antaishi, das ist schon über ein Jahrzehnt her. Eine alleinerziehende Mutter, die einen behinderten Sohn hatte. Ihr Mann hatte sie verlassen. Der Sohn war behindert, er war schon 20, aber er konnte nicht sprechen. Er brauchte Windeln, die ihm gewechselt werden mussten. Sie musste sich im Grunde von morgens bis abends um ihren inzwischen 20-jährigen behinderten Sohn kümmern. Und sie fragte sich, warum. Ne? Nicht nur, warum ist meinem Sohn das passiert, sondern auch, warum bin ich in dieser Situation, dass ich mein ganzes Leben sozusagen opfern muss für meinen Sohn. Und ihr wurde offenbar auch von irgendeinem Buddhisten gesagt, ja, das hat karmische Ursachen. Wahrscheinlich hast du in einem vergangenen Leben eine Schuld begangen gegenüber dieser Person und in diesem Leben hast du die Möglichkeit, diese Schuld zu begleichen, indem du dich um deinen Sohn kümmerst. Die Frage ist natürlich immer, trägt dieses Narrativ? Ist es überhaupt sinnvoll, dieses Narrativ? Und darum ging es auch, wenn ich mich recht erinnere, vor ungefähr einem Jahr, als eine Person, die zum Islam konvertiert war, eine Muslima, eine ähnliche Frage gestellt hat. Also ich glaube, diese Person war selbst behindert und sie fragte, ist es richtig, dass ihr Buddhisten sagt, dass Behinderung Resultat ist von Karma aus vergangenen Leben? Denn das finde ich total schräg. Im Islam wird mir gesagt, eine Behinderung ist eine Prüfung Gottes. Es ist eine Prüfung, die mir von Gott auferlegt wird. Und damit kann ich mehr anfangen. Also diese Person konnte offenbar mit dem buddhistischen Narrativ nichts anfangen, da mit dem muslimischen konnte sie sehr wohl etwas anfangen. Und ich bin darauf eingegangen vor einem Jahr. Auch diese Videos findest du vermutlich in der Suchfunktion. Ich kann mich erinnern, dass in einem davon der Titel war, glaube ich, dürfen Buddhisten auch mit links. Da ging es darum, ob Buddhisten anders als Muslime auch mit der linken Hand essen dürfen. Ne? Und meine Antwort war, soweit ich weiß, ja. Und das hat die Fragestellerin damals sehr erschreckt. Ne? Also wie gesagt, wenn dich meine Meinung zu dem Thema Karma interessiert, guck dich um auf dem Kanal, verwende die Suchfunktion. Aber was dein Freund von dir erwartet, ist deine Antwort, denn du kennst deinen Freund. Ich kenne deinen Freund nicht. Ne? Deshalb kann ich dir auch nicht sagen, was ich ihm sagen würde, denn er sitzt nicht vor mir. Ne? Er sitzt nicht vor mir. Wenn er das täte, dann würde ich mein Bestes tun, ihm erstmal zuzuhören, zu verstehen, worum es ihm geht und selbst wenn mir der Begriff Karma persönlich nicht so viel gibt, ne, darum geht es ja nicht. Ne? Es geht ja nicht darum, ob dieser Begriff, die Metaphysik drumherum Sinn ergibt, ne, sondern es geht darum, dass dein Freund einen Weg sucht, seine Situation, sein Leben, die Tatsache, dass er hier und jetzt als diese Person in der Welt existiert, annimmt, ne? Einen Weg zu finden, das anzunehmen. Dieses Leben, das uns manchmal wie ein Fluch erscheint, als ein Geschenk mit offenen Händen zu empfangen, ne? Wie gesagt, wenn die Frage an dich gestellt wird, ist es deine Frage. Delegier sie nicht weiter.
Und das gilt auch für alle anderen Zuschauer, ne? Wenn ihr sie weiter delegiert, ne? Muho, was glaubst du denn? Muho, was würdest du denn sagen? Muho, was ist denn deine Meinung dazu? Mich würde mal interessieren. So machst du die Frage deines Freundes zu einer Schlauchbootfrage, ne? Das sollte sie aber nicht sein. Okay, vielen Dank für die, die mich nicht deabonniert haben oder die nur zufällig heute hier vorbeigeschaut haben und bis zum Ende geguckt haben, ne? Wir sehen uns wieder und wenn wir uns nicht wiedersehen, gönnt euch eine Pause. Schöne Erholung wünsche ich euch, ne? Tschüss. Am Ende möchte ich mich nochmal beim Fragesteller für das Vertrauen bedanken, das er mir entgegenbringt, indem er mir diese Frage, die ihm von seinem behinderten Freund gestellt wurde, gestellt hat. Ne? Wie gesagt, ich finde, dass dein Freund es verdient hat, dass du selber dich noch einmal dieser Frage stellst, dass du mit einer Antwort ankommst. Ne? Trotzdem, ich hoffe, dass ich dich nicht enttäuscht habe mit meiner authentischen Antwort, denn du, der Fragesteller, du hast mir auf die Bing-Antwort geschrieben. Danke, Muho, für deine ausführliche Antwort. Ich kann damit sehr viel anfangen. Herz, ne? Leider bin ich nicht so empathisch wie die Bing-Version von mir, aber vielleicht kannst du ja auch mit dem authentischen Muho was anfangen. Vielen Dank jedenfalls fürs Zugucken. Vielen Dank für eure Fragen. Wir sehen uns wieder. Tschüss.